Be careful, you fool! Wer sind schon Batman oder Superman? Wir haben einen Mann, der durch Telekinese das runde Leder im Netz des Gegners unterbringen kann. Wir haben den Spieler, der durch reine Willenskraft und ohne auf dem Platz zu stehen Tore schießen kann. Wir haben den Super Adrian! Hallo Adrian, ja. Grüß dich erstmal. Vielen Dank, dass du kurz Zeit genommen hast. Hier kurz vor dem Spiel gegen Eintracht Nordheim. Lass uns doch mal kurz über den Verlauf der Saison sprechen. Was macht euch eigentlich in dieser Saison so stark? Also ich denke, dass uns stark macht, dass wir einfach ein Team sind. Ne? Ja. Also es ist bei uns so, jeder gibt alles für jeden. Ja. Das ist, was uns jetzt in der Zeit bei unserem Trainer Murat Dalla auch so ausgemacht hat. Ja, okay. Also das ist, wir sind ganz anders wie letzte Saison, beziehungsweise letzte Saison am Anfang. Ja. Es ist ganz anders, also es hat sich echt viel getan. Okay. Gegen Eintracht Nordheim, was habt ihr euch da vorgenommen? Soll der nächste Dreier folgen? Möglich? Also natürlich, wir haben uns Anfang der Saison vorgenommen, von Spiel zu Spiel zu gehen und jedes Spiel zu gewinnen. Und es liegt einfach in unserer Hand, das ist halt jedes Mal auch gesagt, dass wir entscheiden, ob wir das Spiel gewinnen oder nicht. Ja, das auf jeden Fall. Das ist einfach, es ist einfach so. Das hat es bisher halt auch so ausgemacht, nicht auf die Tabelle zu achten, sondern einfach von Spiel zu Spiel zu gehen und somit halt jedes Spiel zu gewinnen. Mit welcher Taktik wird er denn gegen Eintracht Nordheim antreten? Ja. Voll auf Pulle wieder? Voll auf die Gegner drauf gehen? Oder was? Ja, es ist einfach, ich denke, es wird sich nicht viel verändern wie in den letzten Spielen, sondern es ist einfach so, dass wir einfach alles geben werden. Ja. Also wir werden versuchen, Eintracht Nordheim ins Spiel kommen zu lassen, okay, und unser Spiel weiterhin zu machen. Okay, ja, so wie in den letzten Spielen. Genau. Ist ja so, 8 Spieltage sind jetzt gespielt. Habt ihr gegen hochmotivierte Aufsteiger habt ihr gewonnen, gegen Hannoverschen Sportclub, dann habt ihr gegen den 1. FC Bundesdorf gespielt, habt dort sogar 2 Spiele gewinnen können, Pokal habt ihr gewinnen können, 1-0 und dann absolut überzeugend, dann auch noch in Bundesdorf wieder im Ligaspiel. Dann jetzt zuletzt auch gegen sogenannte, in Anführungsstrichen, leichte Gegner, die sich ja meist als die schwersten herausstellen. Ja, es ist wirklich so. Also bei diesen, man sagt immer, die muss man zweistellig weghauen, aber am Ende sind es wirklich die Spiele, die dann am schwierigsten sind, weil man da halt teilweise gewisse Motivation fehlt da, denn vielleicht Arroganz kommt dazu, aber ich denke, in unserem Team kommt es gar nicht so weit, nee, weil wir werden halt auch immer so gut ausgerichtet vom Trainer. Das ist eigentlich optimal, ne, wie es zur Zeit wird. Ja, den Blau-Weiß-Born-Reihe, genau, habt ihr euch auch keine Blöße gegeben. Genau. Warum schießt ihr in dieser Saison eigentlich so viele Tore? Ihr seid ja immer im Klassement momentan. Jetzt seid ihr wieder nur noch zweitbeste Mannschaft, wie ich das gesehen habe. Ich glaube, die Speller haben jetzt gestern so hoch gewonnen. Die haben euch jetzt gerade mal überflügelt. Was macht euch besonders stark? Warum schießt ihr so viele Tore? Ja, also ich denke, dass wir so viele Tore schießen, das ist klar. Die Offensive macht ihre Sache gut, aber ich würde mal sagen, das liegt nicht nur daran, sondern ich denke, wir sind einfach durch diese mannschaftliche Leistung, ist es denn so, dass wir so optimal spielen, dass wir halt die Tore als Mannschaft schießen, nicht nur, dass wir Einzelne beteiligen. Natürlich haben wir eine klasse Mannschaft und super Spieler, die dazu beitragen. Aber es ist halt nicht nur das, es ist einfach dieser Team-Effekt, der da ist. 5:1 gegen Gefahren, das ist ja das höchste Ergebnis, Saisonergebnis. Auch gegen Aufsteiger. Da hast du ja auch ein Tor geschossen. Kannst du unseren Zuschauern mal beschreiben, wie du das Tor geschossen hast? Das Tor habe ich geschossen gegen. Ja, da habe ich gar nicht gespielt. Du hast du gar nicht gespielt? Boah, sei nicht so bescheiden. Komm, Adrian, sei nicht so bescheiden, du hast das 4:0 geschossen. Ne? In der 65. Spielminute. So sagt jedenfalls Fußball.de. Ja, ja, ne? Und die können sie nicht irren, oder? Die sind vom Verband. Ja, genau. Ne? Ach so. Ja, ist doch so, oder nicht? Ja, genau. Ja, leider ist es so, dass ich bisher halt relativ wenig Spielzeit habe.
Also du hast das Tor nicht geschossen? Nein, ich habe es nicht geschossen, nein. Nee, oder das, also, das glaube ich nicht. War es nicht so, dass du dich wie Spider-Man in einem bekannten Hollywood-Film inkognito aufs Spielfeld geschlichen hast und hast dort dich verkleidet als Nordrhein Kabashi ausgegeben und hast dann das Tor geschossen? Ja, genau. Und in ihrer großen Weisheit als Fußball-D, halt DFB-Net, hat sich halt dann auch hat sofort gemerkt, da stimmt was nicht, das war der Adrian Wagner? Ja, genau. Das war bestimmt so, ne? Du bist doch der Supermann, ja, oder nicht? Genau, ich hab dich dann als Spielfeld gespielt. Jetzt kommen wir nämlich, ja genau. Siehst du, dieses Versteckspiel, das müsste doch gut geschrieben werden. Und deshalb wollen wir da auch, weil du ja ein Superheldenartig dort halt auch das Tor geschossen hast, ja, wollen wir dir nämlich auch hier ein sogenanntes Superhelden-T-Shirt. Ich habe extra dir ein Logo designt, das Super Adrian Logo. Ja? Ich hoffe, M reicht dir. Weil Leo Leutrum Kabasche hat mir gesagt, der dicke Adrian, ob dem das passt in der M, weiß ich nicht. Und natürlich sollst du auch hier hinten. Ja, super Adrian, du bist für uns die Nummer 1. Das wollen wir überreichen. Und wenn du dann wieder mal ein Tor schießt, dann kannst du da ein Trikot hochreißen und dann zeigst du uns das Super Adrian. Logo, du bist der Super Adrian für uns. Ich danke dir. Überragend. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Und ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Ich hoffe, vielleicht hast du ja schon heute die Chance, da auf ein Tor zu schießen. Ja, cool. Wir drücken ja die Daumen auf jeden Fall. Ja, der Mannschaft natürlich auch. Hoffen wir das Beste heute. Okay. Genau, so sieht das aus. Ja, hat mich gefreut. Mach was. Ja. Ciao. Ja, ciao. Halt doch mal, halt also. Doch mal hin. Und Adrian, kennst du noch mit deinen Superkräften meine Verletzung heilen? Ja, genau. Top. So, mach's gut. Alles tschüss. Klar, bis viel Erfolg. Ja, ciao. Danke. Pünktlich kurz vor dem Spielbeginn gegen die 1992 aus den drei Vereinen SuS Northeim, VfB und dem Sylt-Mashagener Fußballclub entstandene Eintracht ließ der Wettergott alle Schleusen öffnen, um den über 400 erschienenen Zuschauern nicht nur sinnbildlich zu zeigen, dass ihnen ein verregneter Fußballnachmittag bevorstehen würde. Nach 16 Pflichtspielen ohne Niederlage, davon 14 Siegen, erwischte es den Tabellenführer der Oberliga Niedersachsen erstmalig wieder und nach dem Abpfiff konnte Arminia dankbar sein, dass die Northeimer die Blauen aus Hannover mit der 0:4 Niederlage noch fast gnädig behandelten. Ein gerütteltes Maß an dieser Niederlage konnte sich allerdings auch der mehr als unsouverän auftretende Schiedsrichter Felix Barr zuschreiben, der durch seine Entscheidung diverse Male den Unmut der Zuschauer auf sich zog und die Dramaturgie dieses Spiels nachhaltig beeinflussen sollte. Doch ihm alleine die Schuld für diese Niederlage in die Schuhe zu schieben, wäre dann doch zu primitiv. Arminia fand ab der ersten Minute keine Einstellung zum Gegner und rannte den Northeimern meist hinterher. Das in den letzten Wochen so gelobte Pressing gegen die Aufbauspieler der Gegner fand nicht statt. Das Kombinationsspiel wurde durch diverse Ungenauigkeiten bereits im Ansatz erstickt. Und das eigene Offensivspiel schien irgendwo im verlängerten Wochenende verschollen. Und biss sich an der gut organisierten Abwehrreihe der Northeimer die Zähne aus. Um es mal mit einem US-Präsidenten am Ende seiner zweiten Amtsperiode zu vergleichen. Wie eine Lame Duck, also lahme Ente, rannten die Arminen hinter den Northeimern hinterher. Und wie hier im Bild Dominik Wilsches Bermudes legten sich die Arminen öfter mal auf die sprichwörtliche Klappe. Das gibt's doch nicht, Mann. Ich liebe es. Indirekt. Kabashi! Elf Meter, klar! Oh.
Arminia zeigte sich zwar bemüht, aber weiterhin wie mit einer schwachen Autobatterie ausgerüstet. Allem Anschein nach hatte sich diese Einstellung auch auf mich übertragen, so hatte ich doch vor diesem Spiel vergessen, meinen Akku meiner Videokamera aufzuladen und ich lief nun Gefahr, das ganze Spiel nicht aufnehmen zu können. Ich weiß gar nicht, ob ich die 5 Tore noch drauf bekomme von Arminia. Zumindest jetzt das erste. Naja, schon mal deinen Akku. Nee, da kommt's. Doch. Die erste wirklich gute Chance Arminias von Idriss Jeanquier konnte ich dann doch einfangen. Auch Idriss präsentierte sich in diesem Spiel gedanklich nicht voll auf der Höhe. Und so köpfte er völlig unbedrängt das Spielgerät in der 40. Spielminute in die Arme von Nordheims Moritz Köhler. Sein Bruder Delschad wurde aufgrund seiner gezeigten Leistung nur 4 Minuten später durch Murat Salah vom Platz genommen. Gedanklich schien unser syrisches Bruderpaar nicht auf dem Platz zu stehen. Was ich allerdings aufgrund der derzeitig bedrohlichen Situation in ihrer alten Heimat mehr als verständlich finde. In Zeiten, in denen in Aleppo und in Restsyrien viel zu viele Menschen, die einem nahestehen, sterben, darf Fußball nur eine Nebensache sein. Und mein ehrlich gemeintes Mitgefühl ist euch deshalb auch sicher. Kommen wir aber wieder zu der sich nun dramatisch zuspitzenden Partie, bei der Schiedsrichter Barr nun seine unrühmliche Hauptrolle einnehmen sollte. In der 45. Spielminute schickte er erst einmal Ousmane Souma dank einer gelb-roten Karte vorzeitig zum Duschen. Übrigens war es erst das zweite Foul unseres genäschen Mittelfeldspielers in dieser Begegnung. Nicht so kleinlich war Schiedsrichter Barr anschließend bei einem Foul eines Nordheimers, bei der er Gnade vor Rechter gehen ließ. Der Nordheimer nutzte diesen unverhofften Vorteil für sich aus und schlug so den Pass zum bereits vorentscheidenden 2:0 für seine Ruhmestädter. Torschütze für die Nordheimer in der zweiten Minute der Nachspielzeit war übrigens wieder Melvin Zimmermann. Der Protest und Frust für die Anerkennung dieses Treffers wurde übrigens auf der Anzeigetafel sichtbar. Ist mir egal, egal, ist mir egal. Egal, Montagmorgen ist mir egal, Monas Ticket ist mir egal, keine Ticket. Die Pausenansprache von Murat Salah hatte allem Anschein nach seine Wirkung nicht verfehlt. Arminia zu Beginn der zweiten Halbzeit nun druckvoll und bemüht, das Blatt auch in numerischer Unterzahl noch für sich zu wenden. Doch wieder fehlte den Arminen der entscheidende Pass und die Genauigkeit, um die Nordheimer noch einmal in Verlegenheit zu bringen. Die Nordheimer ihrerseits präsentierten sich ausgeschlafen und nutzten die sich nun zwangsläufig bildenden Lücken in der Arminia-Abwehr und bestraften die Landeshauptstädter, nachdem sie mal wieder einen Angriffsversuch der Arminen abgefangen hatten. Torschütze für den FC Eintracht zum 0:3, Mehdi Moebi. Jetzt rein! Oh nein! Es läuft für heute alles echt schlecht. Mir fehlt der Ousmane. Viel zu ungenau. Wir spielen heute viel zu ungenau. Oh. Alter Schwede, ey. Ja, ich spiele heute einfach schlecht. Alles im grünen Bereich. Alle grünen Bereiche schießen Tore. Ich spiele heute schwach, ja. Tor. Das. Ist mir egal, egal, ist mir egal, egal. Montagmorgen ist mir egal, Monas Ticket ist mir egal, keine Ticket. Oh, Murat Salah darf jetzt auch gehen. Ich hab an diese Tunnel da gesehen, wo er aus Kabine kam, ich ihm gesagt. Ja, dieser 2-0 ist vor. Panagiotidis. Echt, da wählt schon das Wetter, ne? Zwillingsbruder. Wir sind schon beide auf dem Platz. Und jetzt dreh ich es voll. Da muss der Super Adrian drauf. Sonst wird das nicht. Weltstag ist Wetter verlieren, Alter. Das mache ich nicht. Was ist da passiert?
Ja, Nordheim ist heute besser. Ist halt so. Ja, ja, klar, er hat den natürlich gut in die Karten gespielt. Elfmeter! Ja, genau! Richtig! Ich lach mich kaputt! Bei Arminia klappte nun gar nichts mehr. Doch auch die Effektivität bei Nordheim ließ nach. So vergab die Eintracht ein Elfmetergeschenk von Schiedsrichter Bahn durch Patrick Siekan. Es klappt doch heute gar nichts. Der Flügel kommt auch so viel immer. Über den linken Flügel. Oder der ist. Ist mir egal. Montagmorgen ist mir egal. Monatsticket ist. Geschrieben. Er hängt so richtig rum auf. Das ist auch mal ein Objektiv da voll geregnet. Scheiße! Germania-Socken. Ein Elfer geht doch noch. Einer! Noch einer geht noch rein! Das war unser Schiedsrichter. Spielentscheidende Fehlentscheidung getroffen hat, somit auch die Niederlage des SV Arminia eingeleitet hat. Das war ganz bewusst absichtlich. Und genauso lasse ich das stehen. So, die Endbetrachtung dieses Spiels hat bereits Andreas Köhns übernommen. Bleibt für mich nur noch auf die kommenden zwei Begegnungen hinzuweisen. Bereits am kommenden Wochenende müssen wir am Sonntag, den 9. Oktober, die Reise nach Oldenburg antreten, um auf dem Kunstrasenplatz an der Alexanderstraße gegen den VfL anzutreten. Anstoßzeit ist um 15 Uhr. Nach der verschlafenen Partie gegen Eintracht Nordheim muss auf jeden Fall eine Leistungssteigerung her, um auch Zählbares mit nach Hannover entführen zu können. Zu Hause geht es dann am 16. Oktober gegen den TBU Pusen weiter. Kickoff ist dann erst um 16 Uhr und mit Opusens Trainer Benedetto Muzzicato wartet dann schließlich auch ein alter Bekannter auf uns. Und möglichst auch drei Punkte. In diesem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen in Bischofshol.